Jetzt hat der Razor noch ein zweites Argument. Es geht in diesem Moment darum, dass sie aber zurück ins Spiel kommt. Hat also auf jeden Fall noch ein Ulti. Da kommt die erste Ravage durch. Und da kommt auch der Doom nicht raus. Der wird wieder in den Link ins gepockt. Das haben sie sehr schön gespielt. Die zweite Ravage ist drin. Und diese Ulti bounce. Guter Swap auf Ede. Sky hinten dran die Ravage. Und da kommt sie von Viola. Aber alle BKBs sind an Eisfrosch. Ist der erste. Zweite Ravage hinten dran. Slacer geht zum ersten Mal down. Und ich glaube, das war's. Es kennt Dancy. Und jetzt geht der erste down. Alex Tide sind weg. Aber die Bybacks kommen direkt rein. Slacer, der hat das Divine. Und Slacer geht down. Das war's. Dieses Spiel ist gelaufen. Exo geht mit seinem BKB rein, wird er die 36 Seelen Ulti zünden und er macht einen unglaublichen Damage. Der Treuwall geht sofort down. Blue Banana wird auch nicht mehr lange leben, hat sein Mecha immer noch nicht fertig. Viola wird da von dem Playthrough ordentlich angespinnt. Warschreiber, Echo, stop! Oh mein Gott, das ist sowas von perfekt gespielt von Exo. Perfekte Initiation. Jetzt geht er rein. Blue Banana steht mit dem BKB nach und auf einmal, nach 20 Minuten Ruhe, geht dieses Spiel ab und Exo mit dem Triple Kill.